Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und heute schauen wir uns mal zusammen die wunderschöne Lenormand-Karte der Blumenstrauß an. Die Blumen mit der Nummer 9. Ja, hier ist wieder die gleiche Symbolik wie bei dem Kleeblatt. Der Blumenstrauß schwebt in der Luft und das bedeutet eben halt, wie auch bei dem Kleeblatt, die Freude ist immer um uns drum herum. Du findest sie eigentlich zu jeder Zeit und zu jeder Gelegenheit, aber wir sind wie immer mit so viel Hektik und Stress im Alltag unterwegs, hirnen ständig irgendwie hier oben rum, sind mit unseren Gedanken in unseren Alltagssorgen oft fest verhangen und sehen dann eben halt gar nicht, wie das Glück ständig an uns vorbeischnellt, wir es aber nicht sehen, weil wir danach gar nicht Ausschau halten. So, deswegen, der Blumenstrauß schwebt in der Luft und ist eigentlich ständig, wäre ständig für uns verfügbar, aber wir sehen es eben halt auch nicht. Natürlich ist der Blumenstrauß ja ganz klar ein Sinnbild für Schönheit und Vergänglichkeit, also vom Zeitsymbol her ganz klar etwas sehr Schnellliebiges, zwar etwas sehr, sehr Schönes, etwas Freudiges, etwas Fröhliches, weil Blumen schenken dem Alltag ja immer Freude und Besinnliches und deswegen lieben wir den auch so sehr, aber er ist eben halt auch vergänglich, damit eben halt das Zeitsymbol für kurze, schnelle Dinge. Und ja, wann schenkt man eigentlich einen Blumenstrauß? Klar, man schenkt einen Blumenstrauß, um jemanden Danke zu sagen für besondere Anlässe, um jemanden Freude zu machen. Natürlich ganz klar wird da viel mit überrascht mit dem Blumenstrauß. Dann auch, wenn jemanden Anerkennung gezollt wird, sind Blumen meistens mit dabei. Ja, Blumen bringen eben halt, wie gesagt, die Strahlkraft in den Alltag hinein und heitern uns auf. Und damit hätten wir eben halt auch schon so ganz viele Schlagworte hier am Wegesrande mit eingesammelt, nämlich Überraschung, Geschenke, Freude, Unerwartetes, Vergnügen, besondere Anlässe, Feierliches, Festliches, Schönheit, Sinnlichkeit, Anerkennung, Danksagung und Vergänglichkeit. Ja, als Zeitkarte wird dann natürlich ganz klar der Sommer mit angesprochen, denn das ist ein wunderbarer Sommerblumenstrauß, den wir hier sehen. Wenn du die ziehst zum Beispiel auf die Charaktereigenschaft von jemanden, dann ist es natürlich eine Person, die sehr fröhlich, sehr heiter und sehr sorglos ist. Und wenn du im großen Kartenbild nach dem Blumenstrauß Ausschau hältst, zum Beispiel Position Nummer 9, das Haus Position Nummer 9, das gehört ja zu dem Blumenstrauß mit dazu. Die Karte, die da drauf liegt, da kannst du dann etwas Überraschendes, etwas Positives erwarten. Und da, wo der Blumenstrauß liegt im Kartenbild, da ist eben halt auch immer mit Sorglosigkeit zu rechnen. Da darfst du, kannst du mit einer Überraschung rechnen oder auch, dass dir ein Geschenk gebracht wird. Wenn du zum Beispiel eine Frau bist und da liegt ein Mann mit einem Blumenstrauß zum Herzen zu dir hin, dann weißt du, aha, hier gibt es ein schönes Geschenk in der Liebe. Ja, dann packe ich euch hier unten wieder den Link rein, direkt zum Blumenstrauß auf unserer Webseite. Da könnt ihr dann die ganzen Kombinationen Blumenstrauß mit allen anderen Karten euch anschauen. Dann gerne auch noch den Link wieder fürs kostenlose Kartenlegen. Bitte ein Like hinterlassen und immer gerne Kommentare unten reinschreiben. Und ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Energie und natürlich viele, viele Blumensträuße.